Ja, hallo und herzlich willkommen, Leute, beim originalen Darkfighter. Heute mache ich ein krasses Event, denn es gibt noch nirgendwo, kein Spieler hat eine FE4 bisher. Und die verlose ich heute. Und zwar gleich drei Stück davon. Ich mache mal Game Mode 3 und hier seht ihr, oder auch nicht, ja, hier seht ihr diese kleinen Kammern. Da ist eine FE-Picke drin, eine FE4-Picke. Und davon sollten drei auf dem, im GS sein, so drunter. Ja, da ist noch eins. Ja, wo ist das dritte? Weiß ich gerade selber nicht. Ich glaube da hinten. Nö. Ja, auf jeden Fall sind es drei. Ich glaube da. Naja, irgendwo am Rand habe ich, glaube ich, noch irgendwie eine gemacht. Ja, okay, ist egal. Also, es sind 24 Leute und deswegen habe ich das Event gemacht. Diese Picken benutze ich oder habe ich benutzt. Und ja, ich werde jetzt hier alle trusten. Auf jeden Fall. Erstmal. Also Slash, P, Ad Helper. Ich glaube, Sternchen reicht schon eigentlich. Machen wir einfach mal. Und ja, dann geht's jetzt los. Oder ich mache am besten mal Slash, P. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon alles erlaubt, aber ich mache am besten nochmal das und dann dürfte. Ja, okay, also dann dürften alle halt auf dem Grundstück Recht haben. Zum Abbauen und alles, also alles gut. Und jetzt gehen wir in Game Mode 1 und da wird es jetzt das GS geben. Das GS geben. Quatsch. Da wird es das Gewinnspiel geben. Ich schreibe es kurz mal in den Chat. Ich schicke allen jetzt eine TPA. Baut das GS ab, denn da sind die Picken irgendwo. Ja, keine Ahnung, also ich mach's mal so. Okay. Slash TPA an alle. Übrigens, Spieler, ist das verboten, das zu nutzen, dieses Add-all, und wird auch bestraft. Oh, jetzt, oh, bin ich blöd. Ich habe nicht TPA hier gemacht. Oh, Leute, nein. Kacke. Och nee, och nee. Ich weiß nicht. Oh, kurzer Stopp hier, kurzer Cut. Okay, hab's gefunden. Sorry für die Dämlichkeit von mir. Jetzt weiß ich TPA hier. At all. So, jetzt geht's los. Meine Güte, bin ich blöd, ey. So eine Rotze. Irgendwo in der Erde vom GS sind die FI4 Picken. So, dann schaue ich mir das mal an. Und ja, dann begrüße ich euch gleich wieder. Warum markiert er mich hier die ganze Zeit? Ich mache mal TP-Bau da. Ich denke mal, der will auch einfach nur hierher. So, okay. Wir sehen uns gleich wieder, wenn hier schon ein bisschen gebaut wurde. Und ja, bis gleich. Also das war vielleicht jetzt eine Minute, aber guckt mal, die bauen schon richtig krass. Nach unten hier. Ist der Wahnsinn auf jeden Fall. Ja, ihr macht das super gut. Alufolie hat anscheinend eine gefunden. Ich glaube da hinten, ne? Nee, nee, da nicht. Aber Alu hat eine gefunden, das freut mich. Glückwunsch, Alu. Wir schauen mal, was noch so geht. Warte, ich TP mal an Kevin, weil ich kenne den und der sollte da unbedingt auch mitmachen. TP, XK, XK, da. So. Kevin, hier sind Öffi. Oh, warte, ich krieg den jetzt mal, weil der nervt mich. Ich hab dem Baubo gerade eben gesagt, ich beantworte solche Fragen nicht. Und er fragt mich halt immer wieder und das ist nervig, wirklich nervig. Bitte fragt mich nicht sowas. Weil möchte ich nicht beantworten. Es hat auch keinen Sinn, das zu beantworten. Für euch. Also ja. So. Kevin, hier ist ja, Event. Es werden FI4 verlost. Ja, und wenn er jetzt nochmal ankommt mit der Frage, dann kriege ich ihn halt nochmal, weil das nervt einfach. Ich habe ihn geschrieben. Er soll sowas nicht fragen. Und vor allen Dingen soll er mich nicht taggen. Hat aber trotzdem gemacht. Naja. Er taggt mich schon wieder. Okay.
Jetzt reicht's. So, da läuft meine Bahn dabei, weil das ist mir ein bisschen zu blöd gerade, die ganze Zeit zu taggen und alles. Und da bekommt er ganz kurzen Bann. Mal so fürs Video. So 5 Minuten. Oh, oder 10. Komm, wir machen 10. Taggen verboten. Und verboten. Und ja. Ja, ich denke mal, Taggen verboten. Es sind ja eh nur 10 Minuten. So. Der nervt ist, er kann mich. Ja. Ich denke, ihr seht es ein. Ihr wisst, warum. So, hier die Leute sind auf jeden Fall schon am Bauen und schon sehr gut auf jeden Fall. Auch mit Fackeln und alles. Es wird hier also wirklich sich richtig angestrengt für die FE4. Weil, wie gesagt, die gibt es halt nicht so im Spiel zu kaufen. Oder halt, ja, die gibt es gar nicht. Ja. Gut. Admin Evil macht hier noch ein bisschen Werbung für mein GS hier. Und ja, warum baut ihr nicht? Ja gut, vielleicht haben die keine Schaufel. Nun ja, wir warten mal ab. Ich bin, also, ja, ich cutte kurz. Ludelma hat, glaube ich, eine gefunden. Oder sie hat es, glaube ich, nicht gesehen. Nein. Sie ist genau vorbei an der Picke. Hat sie das jetzt halt echt nicht gesehen? Ich hoffe, du findest die noch. Aber das ist halt echt schon böse, dass du die halt nicht siehst. So, die andere ist irgendwo hier, weiß ich. Ja, hier. Da ist noch jeder von weit entfernt. Und ich denke mal, ich hau einen Tipp raus, bevor Nutelma hier noch. Also hier ist die Picke und Nutelma hat sich gerade hochgebaut und. Ah. Naja, gut, okay. So, kleiner Tipp. Beide FI4 Hacken sind auf Höhe 42. So, das ist ein großer Tipp, nicht ein kleiner. Aber da kann man es schon sehr einschränken. Ich glaube, die sind wirklich beide auf 44, ja. 42 meine ich. Oh nee, nee, die ist. Gut, die ist eins drunter, aber egal. Das findet man ja trotzdem. Aber jetzt suchen halt alle an derselben Stelle. Kommen sie alle hier auf 44? 42? Ja. Ja, genau. Wunderbar. Ah, jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Hat die Picke hier stehen gelassen. Ich glaub's nicht. Ja, ich weiß nicht, also Wert hat so eine Picke auf jeden Fall. Aber wie viel? Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, aber FE3 kostet ja 75k. Aber FE4 gibt es halt noch nicht. Deswegen kann man nicht von 100k ausgehen, sondern ich würde sogar. Jetzt sind drei im Spiel. 300k, 400, 500k. Sowas in der Art. Sowas in der Drehe wird das schon wert sein, ne? Oh, gefunden. Ne? Oh. Aber nah dran, nah dran. Ja, er klebt halt nach unten. Wer ist das? das ist Len. Len, ich hab doch geschrieben. Höhe 42. Meine Güte. Okay, hat jemand? Oh. Ganz nah, ganz nah, ganz nah. Du bist so nah, Liam. Er hat sie, er hat sie. Ja, Mann, er hat sie. Ich glaube, er schreibt jetzt auch im Chat, dass er sich freut. So, jetzt nur noch die eine Picke, die. Die nicht gesehen wurde. Aber er hat sie. Und vielleicht will er es auch nicht in den Chat schreiben, ich weiß nicht. Oder er checkt's nicht. Oder er sucht einfach gleich weiter die zwei. Der freut sich gar nicht drüber. Der sucht einfach weiter. Ja, okay, ist auch irgendwo nicht dumm. Ja. Er ist ja immer noch da unten. Oh Mann, der tut mir leid, ich schreibe dem mal hier ein bisschen. Ah ne, warte, wie. Ja. Len. Len. Ach, warte. Len. Geh auf Höhe 42. Ich weiß nicht, ob er es gesehen hat oder gelesen hat. Ja, gut, er hat's. Okay.
Damit müssten eigentlich alle jetzt bei so bei der Höhe hier sein. Da habe ich gleich mein Gas ausgewählt. Nee, ist natürlich nur ein kleiner Joke. Oh, White Panda, White Panda. Findest. Nein. Hat er sie jetzt auch übersehen? Oh, es leckt übel, weil hier alles so komisch ist. Ah, hat sie auch übersehen. Er läuft halt auch vorbei. Was ist denn mit der Picke? Vor allem, das ist halt wirklich Sicht. Naja, gut, okay, es ist schon schwieriger. Aber sie ist da. Sie ist da. Naja. Ja, Fluffy. Gut, ich mache mal einen kleinen Cut. Falls hier nochmal jemand hinkommt, kannst du mich wieder OP'n. Oh. Nicht jetzt. Leute, Leute. Hat sie doch. Nee. Was? Sie laufen halt alle vorbei. Guckt euch das an. Das gibt's nicht. Alle laufen so vorbei. Och, Leute, nein. Oh. Weiß nicht, ob sich jetzt der Kevin zum JTP, das wäre natürlich blöd. Ja, freilich. Oh. Deswegen habe ich mich erst mal ein bisschen weggestellt. So, er weiß ja nicht, wo ich bin. Aber, ja, ich denke mal, er hat's. Nein, er fällt runter. Herrlich. Gleich Game Mode 1. Ich baue das Ding mal hier zu. Dass der Kevin nicht wieder hochkommt. Oh, es leckt extrem, muss ich ehrlich sagen, weil überall Erde liegt. Es wird ein längeres Video. Das ist schon ein längeres Video. 11 Minuten 40, oh Leute, sorry, aber. Okay, Miguel, hast du's? Er hat's. Drei oder vier Leute sind vorbeigelaufen und er findet's einfach. Ja, moin. Also Glückwunsch an die Gewinner. Dann bedanke ich mich fürs Mitmachen auf jeden Fall. Hallo Hiro. Und würde sagen. Haut rein, ich schreibe noch fix im Chat. Alle Picken wurden gefunden. Gefunden. So. Dann noch ein Ausrufezeichen. Ich glaube, dann wird das nochmal geschickt. Nee, wird es nicht. Okay, keine Ahnung. Müsst ihr mir vielleicht mal einen Kommentar schreiben, wie man diesen Text dann nochmal schickt oder so. So, okay. Also Leute, ciao, haut rein und viel Spaß. Server-ID-IP. Ist in der Beschreibung, so wie der Port. Der ist aber Standard. Und ja, der Discord-Link auch in der Beschreibung. Alles in der Beschreibung. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.